kurze Worte zu diesem folgenden Stück. Es heißt De Profundis, aus der Tiefe. Die Worte kommen aus dem 130. Psalm. Luther hat die so übersetzt: aus tiefer Not schrei ich zu dir. Mendelssohn hat die auch vertont und später Oscar Wilde, der irische Dichter, hat ein Gedicht benutzt mit demselben Titel. Dieses Stück versucht, einige Gegensätze zu koordinieren, zusammenzubringen, zu unite. Wir haben hier ein Naturinstrument. Es sind keine Ventile. Die verschiedenen Töne sind erzeugt nur mit Lippen. Als der Solist Franz Schüssler uns in München besucht hat, fing er als erstes eine große Tonreihe zu spielen, beginnend mit dem tiefen F, ganz hoch, 11 Töne später zum hohen F. Das war so beeindruckend, dass so beginnt das Stück. Wir hören die Tiefe und allmählich baut es auf, dann bis in die Höhe. Auch verschiedene Kontinente werden durch das Stück vereint. Im Laufe seiner Demonstration hat er ein bisschen Klempner Arbeit geleistet und das Instrument transformiert in einem australischen Didgeridoo. Also hören wir einen Mittelteil, die zu unseren Freunden und Kollegen in Australien Homage, pays Homage. Da wir in ekklesiastischer Umgebung sind und da wir auch gewissermaßen in schwierigen Zeiten sind, erklingt als letztes ein gregorianisches Choral. Das ist das Dies Irae, Dies Illam. Und das dann bringt das Werk zu Ende. Mm-hmm.